Hallo und herzlich willkommen zu Deutschland Explained. In diesem Video geht es um wichtige deutsche Erfindungen und Entdeckungen. Los geht's! Viele auch noch heute wichtige Erfindungen und Entdeckungen wurden von Deutschen gemacht. Die wichtigsten davon möchte ich euch chronologisch mal vorstellen. Schon im Jahr 1450 wurde eine noch heute ganz wesentliche Erfindung von Johannes Gutenberg gemacht. Er erfand nicht nur den modernen Buchdruck, sondern auch die Druckpresse mit beweglichen Buchstaben. Man weiß nicht ganz genau wann und man weiß auch nicht von wem, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Deutschen irgendwann im 15. Jahrhundert den dekorierten Weihnachtsbaum erfunden haben. 1516 wurde von den Herzögen Wilhelm IV. Und Ludwig X. von Bayern das Reinheitsgebot eingeführt. Damit wurde bestimmt, welche Inhaltsstoffe im Bier erlaubt waren, um das Bier sicherer zu machen. Zwar wurde es in der Vergangenheit mehrfach geändert, aber noch heute halten sich die deutschen Brauer an das Reinheitsgebot. Im Jahr 1649 entdeckte Otto von Guericke das Vakuum. Damit hat er den Grundstein für viele weitere Entwicklungen und Erfindungen, wie zum Beispiel Pumpen oder Spritzen, gelegt. Im Jahre 1817 erfand Karl von Drais das erste Fahrrad. Man musste es noch mit den Füßen antreten, aber schon 1853 erfand Philipp Moritz Fischer den Pedalantrieb dazu. Ja, Alexander Graham Bell erfand 1876 das Telefon, aber nur wegen der Erfindung von Johann Philipp Reis in 1860. Dieser erfand nämlich die Übertragung von Tönen über elektrische Leitungen. Johann Philipp Reis erfand auch das Wort Telefon. Robert Koch beschrieb 1870 am Beispiel des Milzbranderregers zum ersten Mal lückenlos die Rolle der Krankheitserreger bei der Entstehung von Krankheiten. Später entdeckte er auch noch die Krankheitserreger der Tuberkulose und der Cholera. Und zusammen mit Louis Pasteur gilt er somit als Mitbegründer der Bakteriologie. 1876 erfand Karl von Linde das Linde-Verfahren, ein Verfahren zur Erzeugung von Kälte. Damit konnte man künstliches Eis erzeugen. Und das war auch die Basis für die ersten Kühlschränke. 1881 entdeckte Werner von Siemens das dynamoelektrische Prinzip und erfand den ersten elektrischen Generator. Mit dieser Erfindung machte er die Starkstromtechnik möglich und auch die Erfindung des Elektromotors. 1885 wurde von Gottlieb Daimler das erste Motorrad erfunden. 1886 erfand Carl Friedrich Benz das erste praxistaugliche Automobil. Zuerst machten sich die Leute lustig über seine Erfindung, aber seine Ehefrau Bertha Benz entschied sich kurzerhand, eine Testfahrt mit dem Fahrzeug zu machen und es funktionierte einwandfrei. Das war der Beginn seiner Erfolgsgeschichte. Auch im Jahr 1886 erfand Friedrich Sönneken den Aktenordner und den Papierlocher. Beides Erfindungen, die wir noch heute benutzen. 1887 erfanden Adolf Eugen Fick und August Müller quasi gleichzeitig die Kontaktlinsen. Beide waren unheimlich unpraktisch, aber sie wurden bis heute erheblich weiterentwickelt und sind auch nicht mehr wegzudenken. 1893 erfand Rudolf Diesel den Dieselmotor, der noch heute insbesondere bei schweren Maschinen, Schiffen und LKW kaum wegzudenken ist. 1894 entwickelte Otto Lilienthal das erste funktionstüchtige Gleitflugzeug. Er war der erste Mensch, der erfolgreich und wiederholbar Gleitflüge durchführte, und seine Forschungen sind noch heute wichtig bei der Tragflächenforschung und bei den Prinzipien der Aerodynamik. 1895 erfand Emil Fein die erste elektrische Handbohrmaschine. Zuvor musste noch mit der Hand gebohrt werden, was erstmal sehr mühsam und zweitens auch wenig effektiv war. 1896 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen
dass bestimmte Strahlung die Knochen sichtbar macht. Diese X-Strahlen wurden dann hinterher nach ihm als Röntgenstrahlen benannt. 1897 erfand Felix Hoffmann für das Unternehmen Bayer den Stoff Acetylsalicylsäure, auch bekannt als Aspirin. Daneben erfand er auch das Heroin, das sich aber medizinisch, wie wir wissen, nicht durchsetzte. Ja, wir Deutschen lieben unseren Kaffee und so waren bestimmt sehr viele Leute sehr froh, dass Melita Benz 1908 den ersten Einweg-Kaffeefilter aus Papier herstellte. Noch heute verkauft die Firma Melita verschiedene Sorten Kaffeefilter. Manfred von Ardenne war 1930 der erste Mensch auf der Welt, der es schaffte, ein Fernsehbild mit einer Kathodenstrahlröhre elektronisch zu übertragen. 1934 erfand Hermann Kemper die Technik für eine Magnetschwebebahn, also eine freischwebende Bahn ohne Räder. Und davon gibt es einige in der Welt und in Deutschland gibt es den Transrapid. 1935 erfand Anton Flettner den ersten richtig funktionierenden und in Serie produzierten Hubschrauber. 1936 erfand Hans Pabst von Ohain das erste in Serie produzierte Flugzeug mit einem Düsentriebwerk und unsere heutigen Triebwerke beruhen darauf. 1938 gelangen erstmals Otto Hahn und Fritz Straßmann der Nachweis der Kernspaltung. Ja, zugegebenermaßen, diese Entdeckung hatte auch ein paar negative Auswirkungen, wie zum Beispiel die Erfindung der Atombombe, aber eben auch gute Seiten, wie zum Beispiel die Erfindung der Atomkraftwerke, die zwar auch nicht unumstritten sind, aber zumindest für eine stabile Stromversorgung sorgen. Ja, die großen Player Microsoft, IBM und Google gäbe es wahrscheinlich nicht ohne Konrad Zuse, der 1941 den Vorgänger aller unserer Computer erfand, den Zuse Z3. Der füllte damals noch einen ganzen Raum und konnte wahrscheinlich nicht mehr als ein heutiger Taschenrechner, aber es war der weltweit erste vollautomatische Rechner mit Speicher. Während der Zeit des Nationalsozialismus wollte die amerikanische Coca-Cola-Firma Deutschland nicht mehr so wirklich mit dem Erfrischungsgetränk beliefern. Und so entschieden sich der Coca-Cola-Deutschland-Geschäftsführer Max Keit und der Chefchemiker in Deutschland Wolfgang Schetelig dazu, ein Alternativgetränk herzustellen. Und das war die Fanta, die zwar mit der Fanta von heute nicht so sehr viel gemeinsam hatte, aber immerhin wurde sie damals in Deutschland für den deutschen Markt erfunden und ist jetzt ein weltweit beliebtes Getränk. Ohne die Erfindung von Helmut Gröttrup und Jürgen Detloff in 1968 gäbe es wahrscheinlich heute keine Kreditkarte, keine Bankkarte, keinen Personalausweis mit Online-Funktion, denn diese beiden haben die Chipkarte erfunden. Ja, MP3-Player und Autoradios ohne CD-Player und Streaming-Dienste, all das gäbe es wahrscheinlich nicht ohne diese Erfindung von 1991 von Karl-Heinz Brandenburg und seinen Kolleginnen und Kollegen am Fraunhofer-Institut. Das MP3-Format ist tatsächlich eine Erfindung aus Deutschland. 1997 erfand Otto Bock das weltweit erste mikroprozessorgesteuerte Kniegelenk als Prothese. Damit haben die beiden wahrscheinlich auch nicht gerechnet, aber Özlem Türeci und Ugo Şahin haben eigentlich an einem Krebsmedikament geforscht und dabei den weltweit ersten Impfstoff gegen Covid-19 erfunden, auch den allerersten mRNA-Impfstoff der Welt. Dieser heißt offiziell Comirnaty, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich eher unter dem Namen BioNTech-Pfizer. BioNTech ist die Firma von Özlem Türeci und Ugo Şahin in Mainz und das amerikanische Pharmazieunternehmen Pfizer hat bei der Produktion und Vermarktung des Impfstoffs in der Welt geholfen. Vielen Dank an die ganzen kreativen Erfinder in der Welt. Ohne euch gäbe es nur Stillstand. Und bei euch möchte ich mich auch bedanken dafür, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!